Das Nachtlicht ist ein Bausatz zum Lötenlernen, den wir hier entwickelt haben und auf der letzten NUK dann das erste Mal ausprobiert haben. Die Idee ist, dass das eine sehr einfache Platine ist, auf der ein paar interessante Bauteile vorkommen, sodass man Leuten, die tatsächlich auch sich jetzt noch nie aktiv der Elektronik gewidmet haben, mal was in die Hand geben kann, damit die sich mal ein bisschen probieren können und da ein bisschen die Scheu vom Gerät verlieren. Und das ist jetzt unsere Webseite zum Projekt, auf der wir das ganze Projekt ein bisschen vorstellen. Also das ist erstmal die Platine an sich. Die Idee ist, dass da zwei LEDs drauf sind, die dann entsprechend angehen, wenn der Helligkeitssensor feststellt, dass es Nacht geworden ist. Damit kann man das Ganze dann zusammen mit einem USB-Steckernetzteil in eine Steckdose stecken und tatsächlich als Nachtlicht betreiben, damit man ein bisschen was hat, was auch, nachdem man es selber gebaut hat, tatsächlich einen Nutzen erfüllt. Genau, das ist die Startseite. Da sieht man jetzt mal so die Sache an sich und hier unten steht dann so ein bisschen, was die Idee ist. Ja, wir wollen also einen Einstieg für Anfänger bieten und wir wollen so ein bisschen erklären, wie Elektronik funktioniert, wie Signale funktionieren. Und das Ganze ist ein freies Projekt, wo es auch die Quelldaten gibt. Hier haben wir dann die Anleitung. Sprich, wir haben eine Bauanleitung, wo wir schrittweise erklären, wie man eigentlich überhaupt lötet, wo man darauf achten muss. Und hier werden dann der Reihe nach die Dinge eingelötet in einer sinnvollen Reihenfolge, dass man vielleicht erstmal mit irgendwie einem größeren Bauteil anfängt und sich dann hier über den EC-Sockel zu den Widerständen vorarbeitet, die LEDs einlötet, den Fotowiderstand und schließlich dann in das fertige Ding, das IC, einsetzt. Dann haben wir hier eine Seite, die so ein bisschen erklärt, wie das Ganze eigentlich funktioniert. Je nachdem, wer da jetzt gerade so an einem Workshop teilnimmt, kann man da ja manchmal auch noch ein bisschen Wissen über Elektronik vermitteln. Also wir sehen hier, wir haben die beiden LEDs links und rechts und dann in der Mitte einen Operationsverstärker, der überprüft, ob die jetzt angehen sollen oder nicht. Das Ganze haben wir hier auch in einer kleinen Animation nochmal dargestellt. Da sieht man also, wenn das Licht der Taschenlampe angeht, gehen die LEDs aus und sonst gehen sie wieder an. Insbesondere sieht man hier, dass die beiden LEDs unterschiedlich beschaltet sind. Bei der roten LED und entsprechend auch bei dem roten Pegel kann ich hier auch Zwischenwerte erzeugen. Und die grüne hängt direkt an dem Operationsverstärker dran. Das heißt, die ist entweder an oder aus, weil wir den als Vergleicher an der Stelle benutzen. Und wenn dann hier das Umgebungslicht wieder ausgeht, kommen wir irgendwann an den Punkt, wo die grüne schlagartig angeht und die rote fadet so langsam wieder rein. Genau, entsprechend sind dann hier auch noch so ein paar grundlegendere Dinge beschrieben, wie funktioniert ein Spannungsteiler. Hier haben wir nochmal die Idee, den Operationsverstärker als Komparator zu benutzen, erklärt. Genau. Und das Ganze haben wir jetzt auf zwei Veranstaltungen schon mal gemacht. Zum einen auf dem Lichtmarkt, jetzt dieses Jahr im Februar, und zum anderen auf der NUK und fand also großen Anklang. Das ist jetzt hier auch mal so der Aufruf, auf diese Webseite mal drauf zu gehen. Die findet sich unter nachtlicht.chaoticum.org und da mal zu gucken, ob das, was da drauf steht, schon irgendwie sinnvoll ist oder ob das alles noch viel besser muss. Insbesondere hier diese Erklärung zur Funktionsweise, was muss da noch alles so stehen. Vielleicht muss man noch mal so ein paar grundlegende Dinge auch erklären, wie eigentlich überhaupt ein Widerstand funktioniert oder was eigentlich eine LED ist oder warum man überhaupt lötet. Da kann man sicherlich noch ein bisschen mehr Dinge machen. Und schließlich gibt es dann hier auch noch die Quelldaten der Platine. Das ist so unsere Idee, dass das Ganze ein freies Projekt ist. Wer das nachbauen will, kann es nachbauen. Das heißt, hier haben wir dann die Eagle-Dateien und auch die SVG-Dateien aus der Anleitung und hier auch die Webseite da drin, genau. Also, guckt mal auf diese Webseite, lest da mal drüber und kriegt mal raus, was dann noch besser werden muss.